ich bin in der Tat eine Brückenprofessorin und bin sowohl hier an der Universität wie auch am Deutschen Primatenzentrum. Ich bin Affenforscherin. Und jetzt kommen wir also nochmal zum Thema demografischer Wandel und was das heißt aus psychologischer oder biopsychologischer Sicht. Und dazu möchte ich Ihnen ein bisschen was erzählen. Wir haben jetzt schon viel gehört, die alternde Gesellschaft, Sie haben natürlich Großeltern, Eltern, Sie können das auch verfolgen in Ihrer eigenen Familie, Menschen altern, es verändert sich eine ganze Menge, das Aussehen, die Physiologie, Gehirnfunktionen, ab 25 unbedingt geht es bergab, ja, mit den Gehirnfunktionen, aber es hat auch Auswirkungen auf das Sozialleben. Und insgesamt beobachtet man im Schnitt bei älteren Menschen, dass die soziale Aktivität zurückgeht und dass sie weniger Sozialpartner haben als im jüngeren Bereich. Und dazu gibt es verschiedene psychologische Theorien, die ich jetzt mal sehr cartoonartig zusammengestellt habe. Und eine ist die sogenannte Aktivitätstheorie, die sagt, insgesamt sinkt die Motivation zu allem. Man hat einfach überhaupt keine Lust mehr. Man hat keine Lust mehr, sich mit Leuten zu treffen, man hat keine Lust mehr, irgendwas zu unternehmen, man hat keine Lust mehr, ein Buch zu lesen, man hat irgendwie überhaupt keine Lust mehr. Dann gibt es die soziale Rückzugstheorie, die sagt, doch, man hat schon Lust, aber einfach nicht mehr auf andere Menschen. Man zieht sich aus dem Sozialleben zurück, man spielt noch seine Passions, man macht sein Kreuzworträtsel, man liest seine Zeitung und auch seine Bücher, aber hat keine Lust mehr rauszugehen und sich mit anderen Leuten zu beschäftigen. Und dann gibt es die soziale Selektivitätstheorie, die sagt, man hat keine Lust mehr auf unwichtige Leute. Also man fokussiert sich auf die Familie, man fokussiert sich vielleicht noch auf seine beste Freundin aus Kindheitstagen, mit der man irgendwie viel zu tun hatte, aber ansonsten zieht man sich zurück. Und diese Theorien haben gemein, dass sie sagen, das kommt daher, weil Leute wissen, dass sie bald sterben, die Lebenszeit ist begrenzt. Und jetzt fokussieren Sie sich sozusagen auf das, was für Sie noch bedeutsam ist. Und es kann natürlich sein, dass das gewissermaßen so eine nachträgliche Erklärung ist. So eine, was wir kognitive Rechtfertigung nennen. Das kennt man auch aus der Emotionsforschung, also dass, dass man sich traurig fühlt und dann sucht man nach einem Grund dafür. Also man hat eigentlich erst das Gefühl, das Empfinden, mir geht es nicht gut und dann klappert man gewissermaßen verschiedene Möglichkeiten ab, was könnte es denn sein, warum bin ich denn traurig und rechtfertigt das dann, sagt der Grund, warum ich traurig bin, ist das und das. Und nicht, ich habe ein Erlebnis, dann werde ich traurig und jetzt fühle ich mich so. Ne? Diese Theorie gibt es natürlich auch, also auch in Emotionstheorien gibt es ganz unterschiedliche Vorstellungen, wie man das erklären kann. Aber eine ist jedenfalls die, dass Menschen dazu neigen, sozusagen nach Rechtfertigungsgründen für ihr Empfinden zu suchen, obwohl sie und dann natürlich auch manchmal gar nicht dabei richtig liegen. Man kommt dann vielleicht auf ganz falsche Gründe. Es könnte also auch sein, dass ein Teil dieser Muster, die diese Theorien beschreiben und versuchen zu erklären, gar nichts damit zu tun haben, dass man sich des Todes bewusst ist, sondern dass das im Grunde Auswirkungen zum Beispiel eines veränderten Gehirnstoffwechsels ist. Also dass man es zum Beispiel gar nicht mehr genießt mit anderen Leuten, dass man das nicht mehr positiv erlebt, weil die physiologische Reaktion anders ist. Und dann könnte das auch ganz anders zu erklären sein, also ohne so eine kognitive Rechtfertigung. Und wir haben eine Doktorandin bei uns in der Arbeitsgruppe, das ist die Laura Almeling, die hat sich jetzt dieses Themas angenommen und gesagt, ja gut, wir haben ein interessantes System, sozial komplexe Tiere, die kein Bewusstsein des Todes haben, soweit wir das wissen, das sind nämlich die Affen. Und normalerweise ist natürlich so, also ich habe ja auch schon im Freiland gearbeitet, 1,5 Jahre in Botswana, da gab es keine alten Tiere, die waren nämlich alle aufgegessen. Ne? Also wer da gewissermaßen irgendwann nicht mehr mithalten konnte, der war einfach weg. Aber es gibt ja Freigehege oder auch Gehege hier am Deutschen Primatenzentrum, aber insbesondere dieses Freigehege, wo wir arbeiten in Frankreich, das ist sehr interessant. Da leben die Tiere auf 20 Hektar in 3 sozialen Gruppen. Es ist alles sehr schön. Die können auch ein bisschen wandern, hin und her. Die haben keine Raubfeinde, die werden gefüttert. Und so hat man da also eine erhebliche Anzahl von älteren Tieren, wo man sich mal angucken kann, was machen die jetzt eigentlich? Also wie verhalten die sich im Vergleich zu jüngeren Tieren oder erwachsenen Tieren, also die noch im reproduktiven Alter sind? Und was passiert denn da? Das ist eine ganz alte Affin. Das ist die 68, die E68 und die habe ich kennengelernt, als ich meine Diplomarbeit gemacht habe vor 20 Jahren. Da habe ich die das erste Mal gesehen.
Und letzten Winter ist sie dann gestorben. Aber also, damit Sie eine Vorstellung machen, die Tiere werden, also da war sie schon erwachsen, also das heißt, die ist ungefähr 28 Jahre alt geworden. Und man würde hier, also als Mensch würde man sagen, naja, so über 90 ungefähr. Ne? Also es gibt Tiere, die richtig schön alt sind. Und wir haben uns jetzt verschiedene Ansätze ausgedacht, um zu testen, was könnte es denn sein, was passiert eigentlich, wenn die Tiere älter werden. Ist es wirklich so, wie die Aktivitätstheorie vorhersagt, dass sie sich von allem zurückziehen, also auch zum Beispiel von der Beschäftigung mit neuen Gegenständen. Das heißt, wir geben denen was und gucken einfach, gehen die dahin, interessieren die sich noch für neue Sachen in ihrer Umgebung. Eine andere wichtige Sache ist natürlich, wie verändern sich die sozialen Beziehungen. Das heißt, wir gucken uns das soziale Netzwerk an, wie viele Freunde haben die noch, sind diese Freunde, also die, mit denen sie enge Beziehungen haben, sind das Verwandte oder sind das nicht Verwandte, wie viele Kontakte haben die, das sind Daten, die wir aufnehmen. Dann haben wir so eine Facebook-Seite sozusagen, also wir haben Fotos von Gruppenmitgliedern und Nicht-Gruppenmitgliedern und zeigen die denen. Und wir wissen schon aus einer früheren Studie, dass sie das sehr interessant finden. Das heißt, sie gehen dann dahin, die jüngeren Tiere, und schauen sich das an. Aber wir haben es noch nicht mit älteren Tieren getestet. Und das machen wir jetzt. Also, und dann kann man eben gucken, interessieren die sich mehr für Freunde oder interessieren die sich mehr für Fremde. Das können wir vergleichen. Und dann noch etwas, eine andere kognitive Domäne gewissermaßen, oder ein anderer Kanal, ist dann nochmal Schreie. Das heißt, wir spielen den Affen Schreie vor. Dazu muss man dann irgendwie im Busch einen Lautsprecher verstecken. Und dann kann man eher einen Schrei von einem Freund vorspielen oder von einem Nicht-Freund und auch gucken, also reagieren die überhaupt noch oder reagieren die nur noch auf Freunde. Ja, und das kann man dann immer im Vergleich setzen dazu, was die jüngeren erwachsenen Tiere machen. Und letztendlich arbeiten wir dann so, dass wir gewissermaßen diese verschiedenen Theorien nebeneinander stellen, dass wir Vorhersagen machen und sagen, also diese Theorie sagt vorher, dass zum Beispiel die Aktivitätstheorie sagt, die sollten sich nicht mehr so einem Objekt annähern. Und die anderen beiden Theorien sagen doch, durchaus, also neue Objekte sind immer noch von Interesse, es geht ja um sozialen Rückzug. Oder wir können zum Beispiel sagen, bei den sozialen Beziehungen können wir die soziale Rückzugstheorie auseinanderhalten von der sozialen Selektivitätstheorie, weil die erste vorhersagt, dass eigentlich alle Beziehungen schwächer werden sollten, die sollten alles reduzieren, wogegen die soziale Selektivitätstheorie sagt, nein, die sollten nur die Kontakte zu unwichtigen Partnern reduzieren, aber die, mit denen sie schon länger befreundet sind oder ihre Verwandten, mit denen sollten sie weiter intensive Beziehungen haben. Und das ist gewissermaßen die Art und Weise, wie wir wissenschaftlich vorgehen. Wir haben also Theorien, wir leiten daraus Vorhersagen ab, wir sammeln dann die Daten, um diese Vorhersagen zu testen und dann können wir eben beitragen dazu, zu sagen, okay, diese Theorie erklärt das, was wir sehen, besser als die andere. Oder wir können sagen, die erklärt es nicht gut, die können wir praktisch ausschließen. Gut. Und ich habe noch keine Ergebnisse, die Studie läuft gerade, also die Laura geht jetzt wieder nach Frankreich und macht weiter. Und dann werden wir hoffentlich in der Lage sein, in 1-2 Jahren dazu eine Veröffentlichung zu schreiben, die dann sich dieser Frage widmet. Vielen Dank für Ihr Interesse. Also ich sage immer, dass Menschen Tiere sind, die Kultur haben. Oder die Natur des Menschen ist es, Kultur zu haben. Das heißt natürlich, vieles, was wir machen, ist jetzt nicht nur biologisch determiniert, sondern auch dadurch, in was für einer Umgebung wir leben. Und natürlich wird das Verhalten von alten Leuten in Anführungszeichen auch dadurch bestimmt, was kulturell erwartet wird, was ermöglicht wird, welche Rollen vorgesehen sind. Und da sehen wir einen unheimlichen Wandel. Also allein in der meine Mutter, die ist jetzt 73, die sagt immer, Gott sei Dank muss ich nicht alt sein. Also weil ihre Mutter mit 73 sich ganz anders verhalten musste, auch ganz anders erwartet wurde. Meine Mutter kann immer noch in Jeans rumlaufen. Ja? Also da hat sich natürlich einiges getan in der Selbstbeschreibung. Das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Aber sagen wir mal, trotzdem so eine fundamentale Frage, was sind so Motivationen? Denke ich schon, dass wir da was lernen können von den Affen.
Ich empfehle Ihnen die Lektüre meines Buches Affengesellschaft. Da gehe ich, kleiner Werbeblock, da gehe ich ausführlicher auf diese Frage des Umgangs mit dem Begriff Kultur ein. Ich finde den, wie der in der Primatologie benutzt wird, außerordentlich problematisch und kontraproduktiv. Ich finde, das hat mit menschlicher Kultur überhaupt nichts zu tun. Was wir sehen, das sind im Grunde lokale Traditionen. Die einen Schimpansen ruhmen sich so und die anderen so. Und da wird dann daraus konstruiert, das sei eine unterschiedliche Kultur. Ich finde, das greift zu kurz, das beschreibt die Komplexität des Kulturbegriffes, der ja nun wirklich schwer zu fassen ist, gar nicht. Sondern wir sehen einfach, dass es so lokale Traditionen gibt. Die einen zum Beispiel essen irgendwie, die schlagen die Nüsse so auf, und die anderen essen gar keine Nüsse. Das wird auch durch soziales Lernen weitergegeben. Aber das konstituiert für mich nicht eine Kultur, sondern allenfalls, ich sage mal, eine Tradition. Ja? Also ich sehe das da sehr problematisch. Welche Überzeugung habe ich? Ich glaube, es läuft auf eine Mischung heraus. Das ist aus Aktivitätstheorie, also dass sie einerseits tatsächlich weniger aktiv sind, weniger auf Sachen zugehen, weniger selber den Kontakt suchen oder selber an Sachen herangehen. Da sind auf alle Fälle, werden die sehr zurückhaltend, was solche Gegenstände angeht zum Beispiel. Was das Soziale angeht, ist es soziale Selektivität. Also das ist nicht so, dass sie keine sozialen Kontakte mehr haben, sondern die haben immer noch zwei Hauptpartner oder drei Hauptpartner. Mit denen sind sie auch immer noch sehr viel zusammen. So sieht es bis jetzt aus. Aber wie gesagt, wir müssen noch weiter Daten erheben. Aber jetzt, ich meine, ich kenne die Affen ja auch schon ein paar Jahre. Also, und das ist das, was ich denke, was wir finden werden.